Wie stehen Sie dann zu Geoblocking, aus persönlicher und vielleicht auch aus beruflicher Sicht? Ich finde es in der derzeitigen Situation wichtig, dass es das gibt. Ja, momentan brauchen wir es einfach so. Weil Produzenten dafür, dass sie einen Film realisieren, einen Film produzieren und verantworten, ein gewisses Budget von den Auftraggebern erhalten. Und damit sind Rechte verbunden. Und wenn man Geoblocking aufheben würde, würde plötzlich dieser Film, der im Endeffekt auch ein Produkt ist, überall zu sehen sein. Sie würden aber die Abgeltung dafür nicht erhalten. Das heißt, man müsste die gesamte Abgeltungsstruktur, also das, was Sender in die Hand nehmen, um Filme zu beauftragen oder Serien zu beauftragen, neu strukturieren. Wenn dann Rechte für ganz Europa bezahlt würden, also die Abgeltung besser wäre, dann könnte man darüber nachdenken. Aber in der jetzigen Situation, das aufzuheben, würde Filmproduktionsfirmen in den Ruinen führen. Das wäre sehr dramatisch. Märkte sind und Geschäftsmodelle sind momentan so aufgesetzt und sie werden es auch noch eine Weile so bleiben, dass wir eine Auswertung pro Land momentan machen und meiner Meinung nach das auch weiterhin Chance für eine Vielfalt bietet. Ich bin kein großer Freund, das war ja der Einwand vorhin gerade von alles muss frei zugänglich und alles muss möglich sein. Insofern ist Geoblocking momentan sehr nützlich und auch nötig. Also aus persönlicher Sicht finde ich es, glaube ich, wie viele Leute sehr ärgerlich und ich halte es auch aus professioneller Sicht für einen hilflosen Versuch von Rechteinhabern, ihr altes Geschäftsmodell zu sichern. Und ich glaube, das ist eine Schlacht, die eigentlich verloren ist. Die technischen Prozesse sind längst im Gange. Wenn die deutschen Fernsehsender, Fernsehproduzenten und auch die europäischen noch ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollen, dann sollten sie zusehen, dass sie sich auf diesen Wandel einstellen und nicht versuchen, weiter die Kunden zu gängeln. Aus persönlicher Sicht finde ich es nicht gut, weil ich mir denke, ich möchte die Inhalte, die ich sehen möchte, auch dann sehen, wo auch immer ich bin und wann ich wo bin. Und aus beruflicher Sicht kann ich einige Sachen schon nachvollziehen, dass man sagt, ich will meinen Content woanders auch weiter nochmal verwerten. Wie ist denn Ihre Meinung zum Thema Geoblocking aus persönlicher, und Sie sind ja nun Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen, auch aus beruflicher, politischer Sicht? Naja, erstmal als Verbraucherin leuchtet mir das überhaupt nicht ein, ne? Dass ich, wenn ich in Europa lebe und in Europa reise, dass ich unterschiedliche Angebote in anderen Ländern überhaupt nicht bekommen kann. Wenn ich aber als Politikerin darauf gucke, weiß ich auch, warum das so ist, weil viele Filme beispielsweise nur so finanziert werden, dass es eben diese territorialen Lizenzen gibt. Also wenn ich einen Film finanzieren will, dann kriege ich aus verschiedenen Ländern von Kinobetreibern, von Verleihern und so weiter, kriege ich Geld, um diesen Film zu finanzieren. Und wenn ich jetzt das Geoblocking abschaffen würde, dann könnte ich diese Finanzierung gar nicht mehr gewährleisten. Das heißt, es geht zulasten gerade von kleinen, feinen Produktionen, die ich aber auch gerne sehen möchte. Also als Produzent der UFA Fiction und als Exporteur von deutschen Serien und Filmen ist für uns bei der UFA Fiction Geoblocking absolut lebensnotwendig, weil wir unsere Projekte finanzieren, auch aus dem Verkauf in verschiedene Territorien. Also wenn wir zum Beispiel bei der Soko Leipzig die ich lange produziere, oder bei Deutschland 83, nicht die Möglichkeit gehabt hätten, in die einzelnen Territorien zu verkaufen, dann würde das Geschäftsmodell uns auseinanderfallen. Insofern sind wir darauf dringend angewiesen. Und was müsste aus Ihrer Sicht passieren, auch von der Politik, aber auch in der Medienbranche? Ich glaube, es wäre einfach wichtig, dass die entsprechenden Leute sich die Situation empirisch anschauen, also wirklich genau schauen, welche Programme in Zukunft noch gemacht werden könnten bzw. nicht mehr gemacht werden können und auch welchen Effekt das insgesamt auf die deutsche Film- und Fernsehwirtschaft hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da zu sehr in Ideen gedacht wird und zu wenig in der konkreten, im Pragmatischen. Also die Medienbranche muss natürlich gucken, wie sie sich aufstellt für die Zukunft, damit sie auch bestehen kann, weil die Entwicklung geht dahin. Und wenn die Angebote eben nicht legal zur Verfügung stehen, dann werden die Leute es sich illegal irgendwie anders besorgen. Und das kann auch nicht im Sinne der Unternehmen sein, ja, die ja auch die Finanzierung brauchen. Insofern muss die Branche sich aufstellen, dass sie tatsächlich neue Geschäftsmodelle entwickelt, neue Verwertungen entwickelt und guckt, wie können sie sich eben für die Zukunft aufstellen.
herzustellen und die Politik hat zu gewährleisten. Ja, es gibt immer so Maßstaben, an denen man sich ja orientiert. Die kulturelle Vielfalt beispielsweise ist wichtig, ja, gerade auch für den demokratischen Prozess. Dafür müssen wir die Rahmen setzen und alles, was sich entwickelt, müssen wir in diesem Kontext immer betrachten und bewerten und möglicherweise irgendwelche Steuerungselemente dann einführen.